Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um einen Toy, wofür ich eine ganze Weile gefarmt habe. Und zwar befinden wir uns einmal auf der verbotenen Insel, hier in dem Gewölbe von Cekera. Und dort können wir uns ein Toy holen, das habe ich hier schon im Inventar. Das schimpft sich einmal Obsidian-Kampfhorn. Und ja, was müssen wir dafür machen? Wir müssen die Kisten hier drin aufmachen. Hört sich einfach an. Ist es prinzipiell auch, es kann aber teilweise sehr, sehr lang dauern. Ich habe euch das mal auf WoWHead hier rausgesucht. Und zwar seht ihr, das kann in allen diesen Kisten drin sein. Das sind eigentlich, so wie ich das sehe, jegliche Kisten, die es in diesem Vault quasi drin gibt. Die Dropchance variiert hier zwischen 1,5 und 0,3%. Ich denke mal, so im Mittel wird es irgendwo bei 1% in etwa liegen. Vielleicht ein bisschen drunter. Und ich habe jetzt hier einige Vaults geklärt, bis ich das Ding hatte. Ich persönlich habe 22 komplette Vaults geklärt, ne? Jetzt über die letzten paar Wochen. Heißt, ja, ihr könnt euch da auf einiges einstellen, falls ihr ähnliches Pech wie ich habt. Wir können uns das mal kurz durchrennen. Also, es gibt hier 29 Türen, die man öffnen kann pro Vault, mal 22. Also, ich habe 638 Schlüssel jetzt rausgehauen, um dementsprechend hier diese ganzen Türen zu öffnen. Wenn ihr diese Schlüssel farmen wollt, dann ja, kann ich euch empfehlen, dass ihr erstmal mit euren Twinks einmal die Quest hier spielt, beziehungsweise dann skippt. Und dann kriegt ihr ja immer 6 Stück hier am Anfang, einmal for free. Und alle weiteren Schlüssel könnt ihr hier auf der Insel farmen, indem ihr normale Gegner umhaut oder auch die Rares umhaut. Wenn ihr dann diesen Inventarüberfluss über habt, dann könnt ihr auch bei dem Händler hier so einen Kasten kaufen. Da können dann auch nochmal ja, so Gearteile rauskommen, beziehungsweise halt auch Schlüssel. Und so könnt ihr die auch noch weiter farmen. Ich hatte relativ viele Schlüssel rumliegen, einfach deswegen, weil ich mit den Twinks mir die kompletten Items für die Vorlagen gefarmt habe. Da habe ich ja euch auch schon ein Video gemacht, um die NHC und HC Vorlagen zu kriegen. Heißt mit allen, wie viele Klassen haben wir jetzt? 13? 14? Ich weiß gar nicht genau. Sagen wir mal 13. Habe ich mir hier diese Vorlagen geholt und dementsprechend habe ich dann nebenbei auch einen Haufen Schlüssel bekommen. Ja. Ich würde jetzt etwa sagen, in jedem Raum sind so im Schnitt 1,5 Kisten, würde ich sagen. In manchen Räumen ist eine drin, manchen sind 2, 3, 4 drin. Ne? 4 ist so das Maximum. Heißt mit meinen Runs, ich würde jetzt mal Faktor 1,5 rechnen. 1,5. Also ich werde jetzt fast 1000 Kisten aufgemacht haben, um dieses Ding rauszubekommen. Das ist noch konservativ gerechnet, würde ich jetzt mal sagen. Weil im Schnitt, wahrscheinlich sind es sogar eher im Schnitt 2, weil es gibt halt auch schon einige, wo dann 3, 4 Haufen drin liegen. Die gelten, so wie ich das gesehen habe, hier auch als Kisten. Also, falls ihr da auch ewig am Farmen seid, ihr seid da nicht alleine mit. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Toy an. Lernen wir das einmal. Gucken wir mal rein, was das genau macht. Obsidian-Kampfhorn, genau, das setzen wir einfach ein. Und wir stoßen dann in den Horn. Es ist relativ unspektakulär, wisst ihr, für das, dass ich jetzt hier sehr ewig gefarmt habe. Naja, gut, aber es ist wieder ein Toy mehr in der Sammlung. Und ja, damit sind wir fertig mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne einmal abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.